Hallo, mein Name ist Roland, ich bin Produkttrainer bei Bosch Power Tools. Wie ihr seht, haben wir heute Akku-Bohrschrauber dabei und dazu unseren Spezialisten. Mein Name ist Thomas, ich bin Projektleiter, verantwortlich für die 18 Volt Akku-Bohrschrauber. Und heute möchten wir euch ganz gezielt den GSB und GSR 18 Volt 150C zeigen. Dabei gehen wir auf die unterschiedlichen Features ein und zeigen euch vor allem ein paar Anwendungen dazu. Hier sehen wir jetzt unsere ganze Range an 18 Volt Brushless Akku Bohrschraubern, angefangen vom GSR und GSB 18V55, der 60C, der 110C und der 150C. Thomas, was bedeuten diese Zahlen? Die Zahlen geben an, wie viel Drehmoment unsere Geräte haben. Soll heißen, wir haben hier ein Gerät mit 55 Newtonmeter Drehmoment und jetzt eben ganz neu unser stärkstes Gerät mit 150 Newtonmeter Drehmoment. Das C im Namen gibt noch an, dass sich die Geräte vernetzen lassen, also mit einem Smart Device verbinden lassen. Und ich kann dadurch zum Beispiel auf meinem Smartphone zusätzliche Funktionen bedienen und einstellen, die ich am Gerät selber nicht einstellen könnte. Mit dem GSR und GSB 18V150C haben wir jetzt unsere ersten Akku-Bohrschrauber und Akku-Schlagbohrschrauber mit unserer B-Turbo Brushless-Technologie. Thomas, was bedeutet denn das? Ja, um das Ganze mal in Zahlen auszudrücken, wir erreichen hier ein weiches Drehmoment von über 80 Newtonmeter, ein maximales Drehmoment von 150 Newtonmeter und der GSB hat dann eben noch eine Schlagrate von 30.000 BPM, also 30.000 Schlägen pro Minute. Und das immer in Verbindung mit dem ProCore 18 Volt mit 8 Amperestunden. Genau, diese Werte erreicht man eben nur mit dem neuen ProCore 18 Volt 8AH Akkupack. Natürlich kann man auch unsere bestehenden Akkus verwenden. Also wenn ihr noch welche zu Hause habt, die Geräte funktionieren natürlich auch mit diesen Akkupacks. Dann erreiche ich aber natürlich nicht die volle Leistung, wie ich sie gerade eben angegeben habe. So Thomas, ich habe jetzt hier mal verschiedene Anwendungen mitgebracht. Anfangen würde ich gern mit einem 40 mm Spatenbohrer. Ja klar. Das Ganze machen wir in einen 10 auf 10 cm starken Balken. Und um die Leistung von unserem Gerät zu zeigen, möchte ich das mal im zweiten Gang vorführen. Dafür spanne ich den Bohrer jetzt mal ein. Schutzbrille auf. Genau. Und los geht's. Boah, das war schon ganz gut. Jetzt würde ich gerne als nächstes hier mit einem Schlangenbohrer arbeiten. 32 mm, kann ich das mal ausprobieren? Natürlich, dafür müssen wir ein bisschen umbauen, damit du auch ein bisschen was zum Bohren hast. Okay, lass uns das machen. Okay, wir haben jetzt umgebaut, wir haben einen großen Fichtenbaumstamm mit einem 40 cm Durchmesser. Roland, ich wünsche dir viel Spaß. Ja, ich freue mich. Wow, das ist unglaublich. Ja, und braucht eine Menge Kraft. Bisher hatten wir nur Anwendungen für beide Geräte gesehen. Jetzt würde mich eine Anwendung nur für den GSB interessieren. Dazu habe ich einen 14 mm Steinbohrer mitgebracht und würde dich bitten, einmal hier ein Loch in die Steinwand zu bohren. Natürlich, auch das machen wir. Was ich jetzt hier auch montiert habe, ist unser Tiefenanschlag, der sich am Zusatzhandgriff montieren lässt. Denn so eine Anwendung ist eine typische Anwendung, zum Beispiel um einen Dübel zu versenken. Und den will ich natürlich in einer bestimmten Tiefe einfach nur drin haben. Ja, klar. So, ein Akku und Schutzausrüstung nicht vergessen. So, ich würde sagen, für den Durchmesser geht er echt rein wie Butter.
Ja, auf jeden Fall. Also so eine Anwendung ist für das Gerät jetzt auch keine große Herausforderung. Das geht natürlich für den ganz schnell. So, Thomas, ich habe hier jetzt eine 13 x 1000 mm Schraube, also 1 Meter. Das ist sicher keine Standardanwendung, aber ich bin gespannt, ob du die da reinkriegst. Genau, das probieren wir jetzt mal aus. Dafür muss ich ein klein wenig vorbohren. Das Vorbohren dient dazu, dass die Schraube im Holz richtig greift. Ich mache das mal eben kurz. Die kann ich dir geben, genau. Gut, und dann probieren wir die 1-Meter-Schraube aus. Mensch, klasse! Ja, absolut! Mit diesem Akku-Bohrschrauber haben wir nun auch eine Benutzerschnittstelle und ich sehe hier die Taste Kickback. Was hat es damit auf sich? Genau, diese Taste ist für die Funktion Kickback Control und die kann ich nun hier erstmals auf dem User Interface ein- und ausschalten. Ah, okay. Und auf der anderen Seite sehe ich ein Winkelzeichen auf der Taste. Was ist das? Die Taste ist hier für die Electronic Angle Detection. Dazu zeige ich nachher gleich noch ein Beispiel, was es genau damit auf sich hat. In Ordnung. Und gibt es auch hier so eine Statusanzeige, grün, gelb und rot, wie bei den anderen Bitobo-Geräten? Genau, das ist eben genau diese Leiste, auf die du gerade gezeigt hast, diese weiße Leiste, die dann eben in den entsprechenden Farben leuchtet. Das ist zum Beispiel grün, wenn das Gerät in Ordnung ist, oder gelb, zum Beispiel, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht wird, oder rot, wenn der Akku leer ist. Gut. Du hast von der Electronic Angle Detection gesprochen. Was bedeutet das genau? Ja, die Dachdecker und Zimmerleute unter euch, die kennen solche Anwendungen bestimmt. Ihr müsst eine Schraube in einem bestimmten Winkel zu einer Dachschräge einbringen. Mhm. Brauche ich zum Beispiel, wenn ich eine Dachisolierung auf ein Dach anbringen will und die Last auf meine Schraube richtig verteilen will. Ja. Genau. Bisher habt ihr vielleicht eine Schablone verwendet oder vielleicht auch nur Augenmaß. Wir haben die Funktion jetzt in das Gerät integriert. Okay. Und die Funktion ist so leicht, dass es sogar du bedienen kannst. Ganz genau. Ja, dann probiere ich das aus und du leitest mich an. Ganz genau, so machen wir das. Ich erkläre dir, wie es funktioniert und du machst einfach Schritt für Schritt mit. Mhm. Okay, als erstes schaltest du mal das Gerät ein. Da drücke ich einfach auch drauf hier. Zum Beispiel, genau. Okay. So, die Statusbar leuchtet grün, alles in Ordnung. Okay. Und jetzt drückst du die Taste für die Electronic. Genau, jetzt drückst du die Taste für die Electronic Angle Detection so häufig, bis du zum Beispiel 60 Grad erreicht hast. Jetzt blinkt 45, drücke ich nochmal. Genau. Jetzt blinkt die 60, okay. Genau, und jetzt stellst du es auf deine Dachschräge. Okay. Und jetzt wird die Schräge eingelesen. Also das Gerät merkt sich jetzt, wie stark ist mein Dach geneigt. Mhm. Und jetzt leuchtet die 60 Grad dauerhaft, die blinkt nicht mehr. Das ist jetzt praktisch meine Nulllinie. Genau, also der weiß jetzt habe ich die 60 Grad. Und hier oben hast du vielleicht auch ganz kurz gesehen, hat es auch ganz kurz grün geblinkt. Was auch wieder bedeutet, die Dachschräge ist eingelesen. Wir wissen jetzt, wie mein Dach geneigt ist. Ja, und jetzt kann ich entsprechend die Schraube nehmen. Ganz genau. Und hier mein Winkel, ich sehe schon, jetzt blinkt es gelb, das heißt, ich bin wahrscheinlich kurz vor 60 Grad, jetzt blinkt es grün. Das bedeutet, ich habe jetzt den Winkel von 60 Grad. Wenn ich wieder ein bisschen drüber gehe, geht es wieder auf gelb. Okay, wieder ein bisschen runter, jetzt bin ich bei 60 Grad und kann entsprechend meine Schraube montieren. Ganz mit genau. Den 60 Grad. Ja. Das ist ja echt gut. Und wie ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anwendung habe, wo ich sage, ich brauche 75 Grad oder 70, 50? Das ist ein guter Punkt. Die Frage haben wir uns nämlich auch gestellt. Und dafür haben wir einen dritten Modus. Da ist hier so ein kleines Smartphone abgebildet.
Ja. Das bedeutet, die Nutzer da draußen können sich ihren eigenen Winkel, den sie eben brauchen, auf das Gerät draufschreiben und dann mit dem Winkel arbeiten, zum Beispiel mit den 75 Grad. Mhm. Die Kickback-Control-Funktion, die kenne ich bereits. Ja? Das heißt, wenn beim Bohren der Bohrer verhakt und das Tool entsprechend ausschlagen würde, dann löst diese Funktion aus. Ich mache es einmal vor. Ja, dann wird es mir auch angezeigt, ja, durch Blinken, dass sie eben entsprechend ausgelöst hat. Jetzt hast du eine Anwendung mitgebracht, wo das eben deaktiviert werden sollte. Genau. So eine typische Anwendung, wo ich die Kickback-Control-Funktion gerne aus hätte, ist so eine Lochsäge. Bei der Lochsäge ist es eben so, wenn die greift, und das passiert zum Beispiel so einer Platte wie hier, so eine USB-Platte, sehr häufig, dann würde das sehr häufig auslösen und mir das Gerät die ganze Zeit stoppen. Mhm. Jetzt habt ihr da draußen, unsere Nutzer, uns die Rückmeldung gegeben, gerade für solche Anwendungen würde ich das gerne ausschalten. Und genau das haben wir jetzt hier und ich würde es hier auch gerne einmal vorführen. Okay, ich mache den Akku raus. Ja. Genau. Brille noch auf. Ich zeige es jetzt hier einmal ganz kurz. Und zwar, im Augenblick ist die Kickback-Control-Funktion noch eingeschaltet. Und wenn ich jetzt die Taste drücke, dann zeigt mir die Statusbar hier oben eben ein gelbes Licht an. Was bedeutet, Achtung, Warnung, du hast das Kickback jetzt ausgeschaltet. Mhm. Genauso hier. Diese leuchtet dauerhaft. Ja. Genau, die leuchtet dauerhaft. Genauso über dem Kickback wird jetzt das, die ausgeschaltet LED angezeigt, mhm. Die mir eben auch wiederum sagt, jetzt ist das Ganze ausgeschaltet, Achtung. Okay, gut. Bin ich gespannt. Ich mach das einmal vor. Ja, okay, man hat deutlich gesehen, er hätte bestimmt ab und zu aktiviert, man hätte das Ruckeln auch gesehen, ja. Ganz okay. Genau, ja. Genau, das Gerät hat geruckelt, hätte dann in dem Fall ausgeschaltet und durch die ausgeschaltete Kickback-Control-Funktion war das eben nicht der Fall. Mhm, sehr gut. So, das war's von unserer Seite. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn das der Fall war, gebt uns auf jeden Fall einen Daumen hoch, lasst Kommentare da und abonniert unseren Kanal oder schaut weitere Videos. Ciao. Ciao.